Hallo und willkommen zurück, meine dämonischen Freunde. Draußen ist herrliches Wetter, es ist sehr frühlinghaft und was gibt es da Besseres als Demon Grease zu zocken? Ja, ihr wundert euch wahrscheinlich jetzt, wo ich bin. Das liegt daran, ich habe mich hier in der Stadt nochmal ein bisschen umgesehen und habe einen Geheimgang quasi freigeschaltet durch meinen Dash hier bei einer Statue. Habe einfach mal ein bisschen rumprobiert, einfach mal ein bisschen geguckt. Geguckt und gefailt und ja, bin dann hier runtergekommen. Kann ich euch nachher nochmal zeigen. Oder einem anderen Part. Und wir machen hier mal weiter. Wir sind in den Katakomben, soweit ich mitbekommen habe. Also zumindest sieht das hier so danach aus. Da wartet schon jemand. Wäre ist aber nicht so das Problem. Ja, wie wir schon erfahren haben, können wir Steinstatuen zerstören. Das funktioniert eigentlich damit ganz gut. Ei. Nur hier durch kommen wir noch nicht. Warum auch immer. Also wir können irgendwie keine Wände zerstören. Nur Steinstatuen bisher. Was hat denn für welche? Ui. Mhm. Geht das? Ich will da rüber schießen. Wow! Schießt irgendjemand eine komische Grütze auf mich? Wow. Ich werde hier belagert von allen Seiten. Gibt's ja nicht. Yike. Okay, die kommen nicht auf uns zu. Ah, kennen wir ja noch. Unseren Eyeball-Freund. Die droppen Geld. Das ist sehr wichtig, weil das werden wir später wahrscheinlich brauchen. Yes. Yes. War ja ernst. Ja, der guckt schon. Wer ist der? Das mache ich jetzt einfach mal so. Die Fallgerad. Ja, diese komischen Blumentöpfe, die können wir nur zerstören. Mit dem anderen Gargoyle, mit dem Ground Gargoyle, weil unser lieber Firebrand, so heißt er nämlich, der kann nur... Yay! Oh shit. Ja, ist mir jetzt Wurst. Ich will nur vorbei. Und jetzt kriegt ihr die volle Packung. Ja. Unser lieber Firebrand, der kann halt nicht auf den Boden schießen, das können wir nur mit der Ground Gargoyle Funktion. Und hier... Ah, wir kommen mal weiter. Sehr gut. Wer ist? Oh, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich nur rüber. Oh nein, es ist dunkel. Was? Ui! Was hat denn hier für welche? Nein, Hilfe! Ich kann die anzünden. Okay, Das war mehr Glück als Verstand. Ist das noch so ein Geist? Grusel, Grusel. Können wir die bekämpfen? Weiß es nicht. Ich will doch nur Licht machen. Ich sehe ja nichts. Na, da müssen wir durch. So. Und hier auch durch. Dem knipsen wir mal sein Licht aus und machen unser Licht hier mal an. Das ist ja cool gemacht eigentlich, dass man hier so durchkommt. Beziehungsweise, dass man hier Licht anmachen kann. Was gibt's denn da oben Feines eigentlich? Ich will da hoch. Oh nein, das sind Fledermäuse und Stacheln. Nö, nö, nö. Wisst ihr was? Ich gehe unten lang. Oder? Ist besser. Für unsere Gesundheit und für unsere Lebensenergie natürlich. Oh nein, ich sag das. Also das heißt, ich muss nach oben. Oh, ich will nicht. Ich habe mich doch eben schon platt gemacht. Schlauchiger Freund. Fliegt da erstmal so ein bisschen rum. Und dann kommt ein Geist wieder. Schnell hoch. Und schnell hier rüberfliegen, bevor die Fledermäuse wieder kommen. Ja, ich glaube, die kommen nur, wenn es absolut dunkel ist. Ich sehe ja auch nichts, ne? Zeigt mir, dass es dunkel ist, aber... Das ist ja auch echt fies gemacht, ne? Nein, Hilfe! Boah, die belagern mich! Ihr Schweine! Hä? Ich muss ja mal runter. Ich sehe halt absolut nichts. Ich glaube aber, da ging es nicht weiter. Ich bin jetzt so unsicher, ich will nochmal gucken. Es war eben so dunkel. Ja, das Switchen zwischen den einzelnen Formen ist halt manchmal auch ein bisschen nervig.
So, einmal hier rüber bitte. Ach, das sind Stacheln, glaube ich. Ja. Ach, die machen das aus. Du bist doch ein dreckiger Schweine. Da bin ich nicht cool von euch. Ihr seid keine sozialen Geister, muss ich sagen. Ja, jetzt machen sie es wieder aus. Hilfe! Ja, ich glaube einfach, ich bin hier falsch. Wow. Ich glaube, ich muss zurück. Ich habe da nur so eine kleine Wand gesehen, aber hier kann man noch hoch. Ich hoffe mal, es droppt jemand mal Energie so ein bisschen. Ja, die Geister sind schon echt nervig. Die tun mir nichts, glaube ich, aber die machen halt das Feuer aus. Das ist halt nicht sehr hilfreich. Ja. Oder? Snacken erstmal ein bisschen Feuer. Ich beschäftige ihn jetzt erstmal da unten, damit ich hoch kann. Sehr gut. Na, ja, Hilfe. Nein, mach das nicht aus. Okay, da geht's. Ja, hau ab. Ich jetzt am Anfang eigentlich zurück. Ich glaube ja, oder? Ja. Mit dem kann ich nichts machen. Mit dem komme ich auch nicht durch. Boah, ihr dreckigen. Ja, die Fledermäuse zu killen, das macht irgendwie keinen Sinn, weil die kommen ja, glaube ich, wieder. Den mache ich erstmal den Gar aus. Oh, der lässt was fallen. Das mag ich gerne. So ein bisschen Energie nehme ich mal gern mit. Und hier kann ich nicht durch, oder? Ich versuch's nochmal, die Wand umzuboxen. Ne, das funktioniert nicht. Wow, er trifft mich doch. Ich habe gedacht, das ist nur so einer, der hier ein bisschen Licht ausmacht. Die haben Licht nicht so gerne anscheinend. Okay, das heißt, ich muss hier weiter. Aber ich check's noch nicht ganz, weil hier ist Sackgasse. Durch. Das heißt, ich muss hoch. Ich hoffe mal, es trifft mich keiner mehr, weil sonst muss ich wieder von Level Anfang anfangen, aber wir sind ja noch nicht so weit gekommen, sag ich mal. Das geht ja noch. Ist jetzt noch alles recht vertretbar. So von Schwierigkeitsgrad her. Und dieses Wechseln zwischen den Gargoyles, wie gesagt, das ist ein bisschen anstrengend. Hier ist halt auch nichts. Ah, da geht's rein. Na, okay. Wer ist? Ih! Was bist du denn? Bläh. Kann ich den aufwecken? Moin, auf den. Hi. Ist. Was? Okay. Wow, nein, Hilfe, ich häng fest. Ich kann nicht raus. Ich kann nicht raus. Ich kann machen, was ich will. Ich komme nicht raus. Ah, Hilfe! Ich will nicht sterben. Nein, mach das nicht. Wow, scheiße! Was war das für ein ekliger grüner Saftsack? Saftiger Saftsack. Ich mach das jetzt mit dem Feuer. Das ist mir lieber. Da bin ich auf der sicheren Seite. Das ist der Blob of Doom, glaube ich. Ja, komm. Weniger. Grüner Ekelbolzen, du. Framerate muckt doch gerade ein bisschen. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an Animationen. Aber meine CPU-Auslastung, die geht noch voll klar. Ich glaube, ich gehe mal hier rüber. Ist mir sicherer. Hä? Was muss ich machen? Ich bin voll überfordert. Ich treffe den ja nicht. Was? Na komm. Spalle dir deine Augen weg. Tausend Auge tun. Ah, nicht in die. Aha, nicht in die Richtung. Ah, Hilfe! Nein, da kommen noch mehr und ich hänge in der Suppe fest. Nein.
glaube, hier oben bin ich safe. Oder? Kann man da... Was? Muss wahrscheinlich seine Augen zerstören oder sowas. Ich habe nicht gedacht, dass hier noch ein Boss kommt oder so. Hau ab! Deine scheiß Augen. Ihr schon guckt? Nee. Wow! Jetzt kommen sie von allen Seiten. Nein, Hilfe! Ah, da unten hängt noch eins rum. Jawohl, die lassen Energie fallen. Das ist schön. Nein. Ah. Wenn ich auch immer in diese Suppe geraten muss, das ist ein bisschen uncool. Wie viele Augen kommen denn noch? Wie viele hatten denn noch da drin? Ich glaube, der schickt jetzt alle Augen raus. Mal einen Blick auf mich zu werfen. Wow! Nein, nein, nein. Hau ab. Red Tree. Zum Glück starten wir hier wieder bei dem Blob. Das ist... nicht rein. Rüber. Ja, komm. Dieses Spiel ist gefährlicher, als es den Einstein haben mag. Jede Entscheidung bringt mich irgendwie näher an irgendeinen Boss oder irgendwas anderes. Oh Mann. Geh weg. Du bist eklig. Ich weiß nicht, ob es einen Sinn macht, ob ich mich nicht in irgendeine Ecke verziehen soll, aber die im offenen Areal bin ich dem schon komplett ausgeliefert. Ich weiß nicht, inwiefern welche Gargoyle-Form Sinn macht. Ja. Ich weiß halt nicht, was ich machen muss. Ich meine, ich muss die Augen abschießen, ja. Aber ich habe keine Ahnung, welche Strategie ich verfolgen soll, wenn die Augen hier auf mich zuballern. Nee. Jetzt. Feuer doch. Warum feuert er nicht? Ich spamme die Taste und nichts passiert. Der schießt auch manchmal einfach nicht. Ich habe keine Ahnung warum. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Und was wieder tot. Bringt die andere Form vielleicht was? Kann ich die irgendwie crushen? Nein. Aha, jetzt häng ich wieder fest. Weg! Ich kann durch die grüne Suppe auch nicht durchschießen. Es ist denn die Wahrheit? Dieses Spiel ist so immens. Nein, ich will nicht raus. Ich will nicht raus. Ich will dem jetzt den Arsch versohlen. So, du Sack. Du saftiger Sack. Das ist halt auch fies, dass man darin stecken bleibt. Das ist wie so Wackelpudding. Ich nenne dich jetzt Wackelfred, ne? Lieber Wackelfred, komm. Ich lock dich mal aus deinem Versteck. Das muss ja irgendwie möglich sein, den beizusetzen. Irgendwie. Ich frag mich, was ich von dem bekomme. Vielleicht bekomme ich einen neuen Quest von dem. Das wäre schon cool. Oder irgendwas anderes. Oder nochmal eine neue Lebensperle, damit man den Feuertyp hier aufnehmen kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Jetzt wollte ich gerade rüber und er macht das nicht. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, welche Strategie ich verfolgen soll, um die Augen da einigermaßen gut bekämpfen zu können. Ah. Die zu treffen ist halt auch echt eine Meisterleistung, weil die fliegen halt immer hin, wo sie wollen. Ich habe da irgendwie noch kein Schema entdeckt. Aber die, wo schon getroffen sind, die leuchten ja so rot. Nein! Boah, jetzt sendet er, glaube ich, alle auf mich. Ne, da hat er noch welche. Oh, ihr Penneraugen hier. Schieß doch! Er schießt ein und ruht sich erstmal aus. Ich verstehe nicht, warum. Nein, nicht in die Grütze. Nicht in die Grütze. Weg da. Die ist eklig. Mach das nicht. Stirb! Ja! Geig! Nein! Okay, das sind die Augen, die sind schon verletzt. Dann hier das. Natürlich fliegen sie direkt auf mich zu. Warum treffe ich den nicht? Es ist denn. Boah, Leute. Ja, jeder Boss ist hier echt eine Meisterleistung. Das ist richtig Pain in the Ass. Ich werde die Folge mal beenden. Ist jetzt
leider nicht viel passiert, aber ich habe einen neuen Bereich entdeckt und ich versuche jetzt mal den Boss so ein bisschen zu strugglen. Das Spiel macht mich wahnsinnig. Das, dieser komische, ja, der Augenfried, der raubt mir auch den letzten Nerv. Die ganzen Bosse hier, die senken meine mentalen Fähigkeiten aufs Minimum. Ja, aber es ist trotzdem ein sehr geiles Spiel. Macht Spaß. Ja, das war's von meiner Seite aus. Danke, dass ihr bei Demon Priest wieder dabei wart. Hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich versuche jetzt, ja, mal schauen. Wenn ich jetzt den schaffen sollte, melde ich mich dann wieder. Oder werde mich wahrscheinlich nochmal weiter umsehen, je nachdem. Das entscheide ich dann für mich spontan. Und würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Demon Priest. Haut rein und ein schönes Wochenende.